Hi, ich bin's, der Rudi. Heute erzähle ich die Geschichte vom betrunkenen Mönch. Schau mal rein. Beim letzten Mal habe ich dir die C-Dur-Tonleiter gezeigt und dir gesagt, dass hier in der deutschen Schreibweise ein H steht und dass ich dir das in einer anderen Geschichte erzählen wollte. Und das ist heute soweit. Die Geschichte vom betrunkenen Mönch. Vorher zeige ich dir noch etwas zu den Tönen, die auf den schwarzen Tasten liegen. Die Töne kommen dadurch zustande, dass der jeweilige Hauptton um einen Halbtonschritt erhöht wird. Das Kreuzchen heißt in der Musik nicht Hashtag, sondern Is. So wird aus jedem Ton durch das Anhängen des Is die neue Tonbezeichnung. Aus dem C wird das Cis. Aus dem D wird das Dis und so weiter. Bei den Tönen E und B geht das nicht, weil es hierfür keine schwarze Taste auf dem Klavier gibt. Im Englischen heißt das übrigens Sharp. Dann heißt das also nicht Cis, sondern C Sharp oder D Sharp. Was rauf geht, geht auch runter. Nur dass der jeweilige Hauptton um einen Halbton erniedrigt wird. Das B-chen hier heißt S und so wird durch jeden Ton, durch das Anhängen des S, die neue Tonbezeichnung. Aus dem D wird ein Des, aus dem E wird ein S und so weiter. Und auch hier fehlt uns beim F und beim C auch wieder die schwarze Taste auf dem Klavier. Im Englischen heißt das B-chen Flat, D-Flat, E-Flat, G-Flat. Wenn du dann beides zusammenwirfst, siehst du, dass die beiden Töne Cis und Des auf dem Klavier auf der gleichen Taste und auch bei bundierten Instrumenten wie der Gitarre auf dem gleichen Bund liegen. Die Systematik ist erkennbar und nachvollziehbar. Alles, was erhöht wird, kriegt ein Kreuzchen und alles, was erniedrigt wird, kriegt ein B-chen. Und in der deutschen Literatur passierte dann Folgendes. Aus dem B wurde das H und aus dem Bes wurde das B. Und da kommt der betrunkene Mönch ins Spiel. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. 1492 ist Christoph Kolumbus beim Bötchenfahren auf Land gestoßen und hat damit Amerika entdeckt. Ein paar Jahre früher, ungefähr um 1450 herum, hat Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. Also in der modernen Form, wie wir ihn heute kennen, mit beweglichen Lettern und so. Und auch wenn das eine Sensation war und die damalige Medienwelt revolutioniert hat, hat die Verbreitung dieser neuen Technik doch relativ lange gedauert. Stand halt nicht Apple drauf. Bis dahin und auch noch relativ lange danach wurden Bücher ganz einfach abgeschrieben. Das passierte regelmäßig in Klöstern. Denn die Leute dort, also die Nonnen und die Mönche, haben nicht nur gebetet, sondern auch Ackerbau und Viehzucht betrieben, Bier gebraut und eben auch Bücher abgeschrieben. Denn zur damaligen Zeit konnte noch nicht jeder lesen und schreiben. Und ich stelle mir das so vor. Der Mönch, der heute beim Bierbrauen mitgearbeitet und auch fleißig probiert hat, schließlich muss man ja eine Qualitätssicherung durchführen. Das Bier war gut. Mal gucken, wie das nächste ist. Der hat am nächsten Tag mit mehr oder weniger schwerem Kopf an einem Buch gearbeitet, indem es um die heute bekannten Tonfolgen geht. Wie hier bei dieser chromatischen Tonleiter, bei der alle Töne stumpf nebeneinander liegen, also das C, das Cis, das D, das Dis, das E, F, Fis, G, Gis, A, A, Is, B und C. Und hier in diesem Bereich, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Aus A, A, Is, B und C machte er dann A, B, wie war das noch? Ah ja, Bis und dann ein C. Dann hat er gemerkt, dass es das Bis ja nicht gibt und hat das B ausradiert. Aber das Kreuzchen einfach stehen lassen und erstmal Feierabend gemacht. Und aus dem Kreuzchen hat dann irgendwann mal einer ein H gemacht, weil der es dann für einen Schreibfehler gehalten hat. Das ist die Geschichte vom betrunkenen Mönch. Das ist nicht wissenschaftlich belegt, aber du kannst es dir besser merken. Durch den betrunkenen Mönch wurde aus dem B ein H. Das war's auch schon. Wenn du Musiker bist oder mit der Musik anfangen möchtest, bin ich gerne für dich da. Im Web roadhousemusic.com, per E-Mail, per Telefon, per Handy und natürlich hier im Laden.
Wenn du weiter weg wohnst, dann bitte gib den Local Heroes in deiner Nähe eine Chance, sowohl beim Unterricht als auch beim Equipmentkauf. In diesem Sinne, hau rein und bleib tapfer.